Nach den massiven Angriffen Russlands auf Städte in der Ukraine gehen die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe heute Nachmittag bereits in Sonderberatungen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Angesichts der russischen Eskalation wird es auch um eine Ausweitung der Unterstützung für Kiew mit westlichen Waffen gehen. So werden in Deutschland jetzt auch die Stimmen lauter, die unter anderem eine Lieferung deutscher Leopard 2 Kampfpanzer fordern. Die Einzelheiten von Christoph Hipp. Kiew am Montagmorgen. So wie hier in der Hauptstadt sind es im ganzen Land wieder Zivilisten, die getroffen werden. Zu Hause oder auf dem Spielplatz. Für Beobachter kein Zufall, sondern lang praktizierte Strategie. Die russische Methode, alles kaputt machen, alles zerstören, alles töten, was sich ihnen in den Weg stellt, haben wir ja bereits in Syrien erlebt. Wir haben es in Georgien erlebt, in Tschetschenien, und das setzt sich fort jetzt in der Ukraine. Als Reaktion auf die Angriffe treffen sich die G7 heute zu Sonderberatungen mit der Ukraine. Zeit, um endlich mit bisherigen Tabus zu brechen, so der grünen Europapolitiker Anton Hofreiter. Ich glaube, jetzt ist endgültig der Punkt gekommen, wo man mit dieser Zögerlichkeit aufhören muss und endlich Schützenpanzer und Kampfpanzer auch westlicher Bauart liefert. Also auch Leopard 2 und Marder der Bundeswehr. Deutsches Kriegsgerät im direkten Gefecht mit russischen Soldaten. Für Moskau eine propagandistische Steilvorlage, die man in Berlin lange vermeiden wollte. Doch schon längst befindet sich auch die Bundesrepublik im Visier des Kreml, so der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Unsere Bevölkerung muss darauf eingestellt werden, dass dieser Krieg womöglich noch 2 Jahre gehen kann und dass er sich ausweitet. Kritische Infrastruktur ist unter Druck. Es wird nicht nur auf ukrainischem Boden stattfinden, es ist auch ein Krieg gegen uns. Der Krieg in der Ukraine, er eskaliert, auch aus russischer Perspektive. Bei einer Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung zur völkerrechtswidrigen Annexion der besetzten Gebiete dreht Moskau den Spieß einfach um, präsentiert sich selber als Opfer geheimer NATO-Angriffspläne. Die NATO braucht die Eskalation in der Ukraine, um ihren langjährigen Plan umzusetzen, Russland zu besiegen oder zumindest seine Macht zu untergraben. Die Ukraine wurde ausgesucht und von diesen Ländern unter Kontrolle gebracht als Versuchsgelände für NATO-Waffen und für die Vorbereitung eines Krieges. Berlin indes schickt als nächstes Verteidigungswaffen in die Ukraine. Insgesamt 4 Einheiten des hochmodernen Luftabwehrsystems Iris-T wird Kiew innerhalb der nächsten Monate erhalten. Das erste soll laut Verteidigungsministerin Lambrecht schon in den nächsten Tagen ankommen, um so künftig etwa die Menschen in Kiew vor Angriffen wie gestern besser beschützen zu können. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können, ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.